Anfang fasziniert hat. Er ist meine Baklava. Was, Mama? Was sagst du denn? Boah, er ist eklig. Er ist nicht eklig. Er ist süß. Süß? Gar nicht. Ist mir egal. Wenn du bezahlst und nicht mitkommst, gern. Hallo, ich bin auch da. Aber kurz, dass er gern mit dir was unternehmen. Oh, meine Baklava! Erstens, fass mich nicht an. Und zweitens, ich gehe lieber pennen. Ich auch, Herr Wirt. Schon langweilig. Tschüss. Ich will checken. Tschüss. Ich will lieber im Internet suchen. Ihr habt Hunger. Ich gehe arbeiten. Die Mega-Zirke Connection ging tatsächlich denn. Und der Schneejunge war wirklich traurig. Die junge Kanakin, die sich so viel Mühe machte, um das Herz des Schneejungens zu erobern, war natürlich stinksauer. Der Stiefvater war ebenfalls sehr sauer, weil es ihm nicht gelungen war, den Schneejungen loszuwerden. Er war deswegen immer schlecht gelaunt, worüber sich wiederum seine Frau Sorgen machte. Auch der Typ, der den Schneejungen umbringen sollte, hatte ständig Angst, dass der Stiefvater ihm was antun könnte. Er hatte ihn letztendlich betrogen und mit dem war nicht zu spaßen. Aber alle anderen lebten glücklich weiter. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch noch heute.